ich will einen Döner essen und der Spieß ist ein Halbfertigerzeugnis. Werden wahrscheinlich wieder ein paar rumheulen. Ich teste alle Döner in U-Bahnhöfen oder direkt daneben in ganz Berlin. Turmstraße. Was geht ab, meine Schleckermäuschen? Wir sind jetzt hier angekommen am U-Bahnhof Turmstraße. Der nächstgelegene Dönerladen, zipp, direkt hier, Dönerturm. Schon viel von gehört. Ich habe Hunger mitgebracht, den checken wir jetzt mal aus. Los geht's. So, meine Schleckermäuschen, das hier ist jetzt das Prachtexemplar vom Turmdöner am U-Bahnhof Turmstraße, direkt da drüben. Also, erster Eindruck. Sieht schön aus, aber ich finde, der wirkt ein bisschen klein, oder? Der ist ein bisschen... Okay, war nur eine Tomate und ein Stück Rotkohl. Wie gesagt, ich habe keine großen Hände. Ich habe jetzt nicht so eine riesen Pranken. Und wenn dann der Döner so in meiner Hand so einfach so verschwindet, dann ist das schon so ein Zeichen. Für 6,50 Euro finde ich den so ein bisschen klein, erster Eindruck. Das Brot sieht aber trotzdem ganz schön getoastet aus. Die haben hier so einen Kontaktgrill, der noch so einen schönen Grillstreifen macht. Wir haben Sesam, wir haben Schwarzkümmel. Auch ordentlich Schwarzkümmel, so kein Alibi auf beiden Seiten. So, los geht's. Springt mir der Rotkohl gleich ins Auge und testen wir den mal. Leicht säuerlich, ne? Da gibt hier schön die Säure ab. Der spielt den sauren Part. Tomaten, Gurken, Eisbergsalat. Die Tomaten sehen jetzt nicht ganz so geil aus für die Jahreszeit. Oh, da war schon mal die scharfe Soße. Zum Fleisch muss ich gleich nochmal richtig ausholen. Das ist jetzt wieder so ein Standard-Hackspieß. Ja, schön gewürzt. Knoblauchsoße. Oh, die ist ganz lecker. Und jetzt die scharfe Soße. Also, wieder Mayo und Ketchup auf beiden Seiten. Die scharfe Soße hat Schärfe, aber der Ketchup ist zu präsent. Ne? Also, wenn er mit Ketchup arbeitet, versucht ein bisschen diesen Eigengeschmack vom Ketchup so rauszukriegen. Das wäre geil. So, probieren wir mal das kleine Ding hier. Du hast hier unten Knoblauchsoße, oben die scharfe Soße. Boah, kommt hier wieder Wind. Oben hast du die scharfe Soße, unten die Knoblauchsoße. Wenn du einmal abbeißt, hast du beide Soßen am Start, aber keine stiehlt der anderen so die Show. Das finde ich ganz geil. Also die Soßen sind gut abgestimmt. Auch dazwischen dann, du schmeckst trotzdem noch das Fleisch, du schmeckst noch die Salate. Das ist ganz, ganz geil. Also der ist in sich gut abgestimmt. Hier siehst du nochmal schön, hier unten hast du die Knoblauchsoße am Start und hier oben sitzt dann schön die scharfe Soße. Das ist bei vielen Dönern so, natürlich, erzähl jetzt nicht Neues. Aber hier sind die Soßen gut aufeinander abgestimmt, das hast du auch mal selten. Das ist hervorzuheben. Das Brot ist auch lecker, auch geil mit dem Grill, dass es so eine, von der Optik her nochmal so ein zusätzliches Add-on ist. Das Auge isst ja mal mit, wie man es schön sagt. Finde ich mal ganz geil, wenn es so eine Grillspuren hat. Das war es dann aber auch. Also ich finde hier bei diesem Döner hervorzuheben sind auf jeden Fall die Soßen. Obwohl jetzt die scharfe Soße halt trotzdem sehr ketchuplastig ist, harmonieren sie aber untereinander. Ihr wisst ja, ich nehme immer Knoblauch scharf. Und hier spielen Knoblauch scharf gut zusammen. Ne? Die passen sich, die dribbeln so mal hin und her, immer Doppelpass. Die spielen sich das hin und her geschmacklich. Ganz geil. Brot auch cool, Brot auch lecker. Jetzt kommt das große Aber. Salate. Der Rotkohl ist okay, ist ein bisschen säuerlich eingelegt. Die Salate sind zwar frisch, aber könnten ein bisschen geiler sein. Also die Tomaten sind auf jeden Fall, könnten ein Zack geiler sein. Gerade jetzt zu der Jahreszeit, da hatten wir schon viel schönere Tomaten gesehen. Die sehen halt auch wieder so wie so eine Standard aus Holland, so aus dem Gewächshaus mäßig aus. Oder so ganz Billo-Spanier-Dinger. Kein Geschmack, schade eigentlich. Jetzt, der Hauptdarsteller ist ja eigentlich das Fleisch. Ne? Es ist ja bei jedem Dönerladen eigentlich, die sind gesetzlich dazu verpflichtet, das auszuhängen, die Zutatenliste. Haben die hier natürlich gemacht, das ist auf jeden Fall zu respektieren. Also der Aushang ist Halbfertigerzeugnis, das ist so ein Wort, ein Halbfertigerzeugnis. Ich will einen Döner essen und
Der Spieß ist ein Halbfertigerzeugnis. Einer Fleischzubereitung gewürzt unter Verwendung von Fleischanteil zum Teil fein zerkleinert. Das hört sich so ein bisschen für mich an, ich weiß es nicht, ist jetzt nur eine Unterstellung, aber das hört sich für mich an wie eine Schönredung von Separatorenfleisch. Also halbfertig Erzeugnis einer Fleischzubereitung gewürzt unter Verwendung von Fleischanteil zum Teil fein zerkleinert. Zutaten: Kalbfleisch, Rindfleisch, Putenfleisch, Zwiebel, Gewürze, Kochsalz, Kräuter. Putenfleisch hast du eigentlich in Berliner Dönern, in Hackdönern sehr selten. Also ich kenne andere Produktionen, da steht dann zu 99% drauf, auf den Aussagen zu 99% Rind, teilweise vom Kalb, teilweise vom Jungbullen und dann auch Hack, so und so viel Prozent, also maximal 60% Hack, bla bla bla. Aber Pute hast du sehr selten drin. Und dann diese komische Formulierung, ich weiß es nicht, eigentlich sind sie gesetzlich dann dazu verpflichtet, aber vielleicht ist es hier eine Umschreibung von Separatorenfleisch. Aber Nachtigall, ich hör der Trapsen, wa? Wie man so schön sagt. Das ist auf jeden Fall so, weiß ich nicht. Wenn es euch darum geht, wenn euch diese Sachen wichtig sind in einem Döner, woher das Fleisch kommt, wie er zusammengesetzt ist, würde ich den Döner jetzt hier nicht so empfehlen als Standarddöner. Da gibt es genug Alternativen. Aber geht es euch jetzt nur um den reinen Geschmack? Sagen wir jetzt nur rein geschmacklich, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass da so viele Geschmacksverstärker dann reingeballert wurden oder ich weiß es nicht. Aber rein geschmacklich ist der gar nicht mal so schlecht. Also der schmeckt. Also da ist auf jeden Fall, sind da irgendwelche E-Stoffe drin. Ich merke auch schon wieder, wie es zieht, wie den Speichel aus den... Ne, ist. Aber er schmeckt trotzdem geil und die Soßen sind gut abgestimmt. Das ist jetzt so ein Ding, da muss jeder für sich selbst entscheiden. Kommt er hierher und will einen geilen Geschmack haben, kriegt er hier. Das ist auf jeden Fall so ein klassisches Fastfood-Ding. Wollt ihr aber jetzt ein bisschen Qualität und bewusster essen, ist nicht so mein Ding, sag ich mal. Ist wirklich nicht so mein Ding. Also Brot war ganz gut, Soßen waren gut aufeinander abgestimmt, obwohl auch Mayonnaise und Ketchup mit drin. Das war es dann auch schon wieder. Das Fleisch ist halt so ein Thema. Und jetzt zu meiner Bewertung. Also wie gesagt, wenn es jetzt nur um den Geschmack gehen würde, würde ich sagen, ist gar nicht mal so schlecht. Gönnt euch, kann man kein Ding. Aber jetzt die John F. Kennedy-Bewertung sagt halt wieder die Größe. Größe fand ich nicht gut. 6,50 Euro. Also Preis-Leistung stimmt da nicht. Gerade wenn es jetzt wirklich so ein Putenfleisch, also Pute mit drin ist, Separatorenfleisch, ist dann immer schwer abzuwiegen. Ne? Wenn du ein Ding hast, was eigentlich schmeckt, aber wenn du weißt, was es gekostet hat, wie groß es eigentlich ist, bin ich dann wieder nicht mit so zufrieden. Für einen Standarddöner ist da auf jeden Fall Luft nach oben. Geschmacklich ist geil, kann ich echt nicht sagen. Also geschmacklich ist der on point, deswegen bin ich gerade so ein bisschen aber es geht ja nicht nur um den Geschmack jetzt in meiner Bewertung, sondern das Drumherum. Und da müssen wir ehrlich sein, ist das Ding von der Größe und Qualität für mich nur eine 4,5 von 10. Mehr ist es nicht von der Qualität. Aber jetzt vom Geschmack würde ich schon mal sagen, das geht schon Richtung 6 noch was. Aber vielleicht, was sage ich dann? Vielleicht lass es eine, gehen wir dem eine 4,8, weil der Geschmack so gut ist. Sagen wir eine 4,8. Klopft an der 5 ran. Aber mehr auch nicht. Also ist es, der ist zu, Preis-Leistung passt nicht. Wenn man den vielleicht für 5 Euro so verkaufen würde, man weiß, dass der die Größe nur hat für 5 Euro, man weiß, dass diese nicht so hochwertigen Zutaten drin sind, kein Thema. Aber dafür passt ja der Geschmack. 5 Euro wäre für diesen Döner meiner Meinung nach ideal. Perfekt. Dann wäre auf jeden Fall die Bewertung ein bisschen höher. Aber 6,50 Euro für die Größe, nicht die geile Qualität, aber Geschmack passt. Sagen wir 4,8. 4,8 von 10. U-Bahnhof. Turmstraße, Turmdöner. Ich weiß, wird jetzt viele werden jetzt angepisst sein, aber ich hab's jetzt, weil das ist auch ein sehr beliebter Döner hier. Und wie ich schon meinte, geschmacklich ist der on point, aber von der Qualität, naja. Also gönnt euch, wenn ihr Bock auf den geilen Geschmack habt, aber wenn ihr ein bisschen Wert auf so die Zutaten und Inhaltsstoffe legt, dann gönnt euch den lieber nicht. Das war's vom U-Bahnhof Turmstraße. Es gibt noch einen anderen Dönerladen am anderen Ausgang. Super Kebab, direkt auf der anderen Seite sozusagen. Der ist aber ein bisschen weiter weg. Ne? Wir haben ja hier unsere Spielregeln, der nächstgelegene. Da hast du ungefähr, du kommst raus, läufst durch dieses Glashäuschen da und dann nochmal so 10, 12 Meter zum Dönerladen. Und der hier, der Turmdöner, ist ja direkt. Ich meine, kommst du raus, machst du so, kann er dir der Dönermann so whoop, einen Döner in die Hand schmeißen. So. Deswegen haben wir den genommen, werden wahrscheinlich wieder ein paar rumheulen. Ne, ne, mach da weiter, ne, mach da mehr.
Der nächstgelegene ist der da. Punkt aus. Den haben wir jetzt getestet. Und natürlich, meine Schleckermäuschen, ihr könnt noch voten. Bitte votet, welche U-Bahn-Linie sollen wir als nächstes testen? Welche U-Bahn-Linie kommt nach der U9 dran? Soll es die U1, die U3, die U4 oder die U5 sein? Ne? Ich denke mal, es wird die U5 werden. Diesmal schaffen wir es. An alle U5-Leute, sagt mal yo, yo, U5 in die Kommentare. Ja, vote nicht vergessen. Nächste Station ist dann U-Bahnhof Birkenstraße. Dort werden wir wahrscheinlich auch in ein kleines Dilemma kommen, aber das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Also, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, kommentiert mit ein paar Sätzen. Lasst ein Abo, Glocke, dies, das, Like, alles da. Genießt doch die schönen Sommertage, die letzten. Und bis zum nächsten Mal. Haut da rein.